Mein Name ist Marc Fritschi. Ich bin verheiratet, Vater von zwei Kindern. Wohne in Kirchdorf bei Baden. Seit etwa 13 Jahren. Meine Hobbys sind im Sommer Töff fahren, wenn ich wieder dazukomme. Walti und ich sind Arbeitskollegen und wir haben gefunden, wir machen wieder mal so einen Sicherheitsfahrtrainingskurs. Ich glaube, das tut jedem gut. Ich bin jetzt seit etwas über 9 Jahren bei der Firma Jungheinrich als Projektleiter eingestellt. Von Grund auf bin ich gelehrter Automechaniker, habe eine Zusatzlehre gemacht als Maschinenzeichner, heutige Konstrukteur. Habe eine Weiterbildung gemacht in der Technischen Schule Baden als Maschinenkonstrukteur und dann noch ein Nachdiplomstudium in Wirtschaftstechnik. Als Projektleiter von Systemanlagen muss man ein Teamplayer sein. Ob es daheim im Geschäft ist, wo man innerhalb der Abteilung als Team zusammenarbeiten oder aber auf der Baustelle. Die Baustelle mit anderen Teilprojektleitern, da muss man ein Team bilden, sonst funktioniert es nicht. Das Faszinierendste an diesem Job ist, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt, neue Kundschaften, neue Montagetypen. Auf dem Bau hat man mit anderen Leuten zu tun. Man könnte meinen, so eine Anlage ist immer das Gleiche. Nein, ist es nicht. Das ist jedes ein Unikat. Und das ist für mich immer wieder das Faszinierende. Wir haben immer wieder mit anderen Themen zu tun, mit anderen Leuten, mit anderen Gegebenheiten vor Ort, wo man sich auseinandersetzen muss. Wenn das mal fertig ist, da haben wir eine Regalanlage mit etwa 20.500 Stellplätzen. Wir haben zwei Bereiche. Einen Warenausgangspuffer, das ist der, der noch nicht gebaut ist, das ist der, der auf dieser Seite kommt. Und dann haben wir ein Hochregallager, also ein Nachschublager oder ein Reservelager, das auf dieser Seite nennen ist. Und zwischen innen, in diesen Gestellen, fahren die vollautomatischen Regalbedienungsgeräte und nach links und nach rechts eine Art innenautomatisierter Stapler, durch die Palette in den Gestellen ein- und auslagern. Und in diesen beiden Kopfzonen, wo wir jetzt halt noch nicht viel sehen, dort kommt die Fördertechnik hin. Und mit der Steuerung, mit der Anvisierung von dieser Software die ganze Wart- und auslagern. Sobald eine Baustelle eröffnet wird und auch unsere Aktivitäten da sind oder regelmässig mit irgendwelchen Bausitzungen teilnehmen muss, ist so ein zwischen 3 und 4 Tagen bin ich permanent hier auf dieser Baustelle. Ich versuche immer mindestens Montag am Morgen, wenn wir Teamsitzungen haben, in den Hirschstall zu sein. Im Bereich Systemanlagen, also automatisches Logistiksystem, gehören zum führenden Anbieter der Schweiz. Wir haben bereits vor rund 30 Jahren mit automatischen Systemen in der Schweiz angefangen. Wir haben natürlich in diesen Jahren eine breite Kundenbasis schaffen und rund etwa 400 kleine bis grosse Anlagen realisieren können. Typischerweise hat der Projektleiter eine Dreischiebefunktion. Das heisst, er hat Berührungspunkte zu mechanischen Aspekten, zu der Automatisierung, zur Steuerungstechnik, wie auch zu Lagerverwaltungssystemen, also die ganzen Software-Geschichten. Mir bedeutet der Job sehr viel. Es ist ein interessanter Job, auch eine leidenschaftliche Angelegenheit, aber nicht vergleichbar mit dem Hobby. Hobby muss bei mir etwas anderes sein, um es sich abgrenzen zu können. Das Schöne ist, ab fahren natürlich, wenn man irgendwo über ein Högerli fahren kann, das ein paar Kurven hat. Bei mir muss es nicht schnell vorwärts gehen. Ich kann es auch nicht gerne, wenn es viele Leute unterwegs hat. Ich suche mir Zeiten aus, wenn es wenig Verkehr hat. Ich bin nicht einer, der muss über die grossen Pässe fahren muss, weil dort ist grosser Verkehr. Ich gehe am liebsten irgendwo da im Unterland über ein Högerli, 2-3 Kurven machen, so ein bisschen gleiten und so. Das ist die Leidenschaft. Das ist das, was mir gefällt, am Töff fahren.